Dir zeig ich's, du Arschloch! Ja. Oh, Entschuldigung. Herr Zorn, guten Morgen. Sind Sie's? Ja, soll das hier ein Quiz sein? Sie werden doch wohl selber wissen, wen Sie angerufen haben. Hier ist der Herr Rettmenecker, Ihr Teamleiter aus dem Einkauf. Sagen Sie mal, warum rufen Sie nicht jemanden an, der sich für Ihren Namen interessiert, hä? Sagen Sie mir gefälligst Ihre Mitarbeiternummer. Was will ich denn mit Ihrem Namen? Meine Personalnummer ist die 123B. Na endlich, jetzt habe ich wenigstens ein Bild vor Augen. Sagen Sie mal, sind Sie nicht der, der letztes Jahr sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert hat? Ja, genau. Wegen dieser Pflichtveranstaltung kam ich 10 Minuten zu spät zu meinem Golfclub. Und was wollen Sie jetzt von mir? Herr Zahn, ich muss mich für heute krank melden. Was? Herr Zahn, ich denke, ich habe mir eine böse Grippe eingefangen. Und Sie meinen, dass ausgerechnet Sie der Richtige sind, zu beurteilen, ob Sie arbeitsfähig sind oder nicht? Ja, können Sie denn überhaupt so eine Diagnose stellen? Ich wusste gar nicht, dass Sie Medizin studiert haben. Also hören Sie mal, ich habe über 39 Fieber. Dann lasse ich einfach die Heizung in Ihrem Büro ein bisschen runterdrehen. Ist das nicht eine Win-Win-Situation? Sie haben es nicht mehr so warm und ich spare Heizkosten, also. Aber... Meine Sekretärin wird Ihnen heute in Ihrem Büro einen kurzen Besuch abstatten. Und als Ihr guter Freund rate ich Ihnen, anwesend zu sein. Stellen Sie sich doch mal die Konsequenzen vor, die es für Sie haben könnte, wenn meine Sekretärin Sie nicht anträfe. Aber... Das müssen Sie ganz allein entscheiden. Ich sage Ihnen nur, was gut für Sie wäre. Und die Entscheidung, die liegt ganz bei Ihnen. Und, wie war's? Oh, ich geh schaffen. Was? Ah, Schatz, du kannst jetzt nicht ins Büro gehen. Oh, doch. Nein, du bleibst hier. Du bist krank. Das ist ja widerlich. Jetzt werde ich schon auf der Straße an mein Personal erinnert. Boah. Guten Morgen. Entschuldigen Sie, hätten Sie vielleicht einen Euro für mich? Oh, ich wusste es. Ein Scheißhaufen kommt selten allein. Mann, sehe ich vielleicht so aus? Bitte, ich brauche das Geld für die Bahn. Ich habe ein Vorstellungsgespräch. Ich bin zu früh ausgestiegen. Ich muss noch weiterfahren. Ich bin hier falsch. So wie Sie aussehen, sind Sie wahrscheinlich überall falsch. Es gehört sich nicht, Menschen nach Ihrem Äußeren zu beurteilen. Ich beurteile Sie nicht nach Ihrem Äußeren. Mir reicht schon Ihr Name. Aber Sie kennen meinen Namen doch gar nicht. Doch. Sie sind Mr. Loser. Das habe ich Ihnen gleich angesehen. Und wissen Sie was? Ich habe heute einen guten Tag. Und da kann ich so einer einfachen Type wie Ihnen auch was abgeben. Oh, Moment mal, ich kenne Sie doch. Sie sind doch dieser Techniker, der da neulich wegen der Telefone bei mir im Büro war. Wollen Sie mich verarschen? Das haben Sie doch von vornherein gewusst. Also es ist ja schon ziemlich überheblich von Ihnen, dass Sie glauben, dass sich jemand wie ich, ja, von Anfang an Sie erinnert. Das ist nämlich mitnichten der Fall.
Aber jetzt erinnere ich mich wieder. Sie haben damals gegrinst, als das mit den Telefonen war. Meine Sekretärin hat sich wieder in irgendwelchen Visionen verloren. Und Sie haben da gestanden und haben gegrinst. Mich ausgelacht. Jemand wie Sie. Ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht, denn von meinem Verlagshaus bekommen Sie niemals wieder auch nur irgendeinen Auftrag. Aber hören Sie doch mal, das war doch wirklich eine komische Situation. Oh mein Gott, also ich habe noch nie bei niemandem... Seien Sie gefälligst still, wenn ich Sie unterbreche. Diese Konversation ist jetzt beendet. Wissen Sie was? Hier, nehmen Sie einen Euro. Ja, und dann war's das. Schauen Sie mal, die Münze scheint sich da ganz wohl zu fühlen. Also wird's dir bestimmt auch bei Ihnen gefallen. Aber das gibt's ja wohl nicht. Oh mein Gott, dieser hilflose Gesichtsausdruck. Wissen Sie was? Wenn ich Psychologie studiert hätte, dann würde ich Sie vielleicht noch ganz interessant finden. Aber so. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich ignoriere Sie ein anderes Mal, okay? Sie verdammtes Arschloch! Ach, das ist Musik in meinen Ohren. Dieser Telefontechniker, der hier neulich bei mir war. Hat der noch eine dieser Wohnungen, die hier zur Verlagsgruppe gehören und gesponsert sind? Ja, warum? Finden Sie mal raus, was die Kündigungsfristen sind. Und dann dieser Mitarbeiter 123b, ja? Kriegen Sie eine Einzelplatzauswertung hin, ja? Die hätte ich nämlich gern. Ich hätte gern gewusst, ob der heute kommt. Wenn ja, wann der kommt, wie lange der bleibt, was für Pausen der macht. Und ich möchte über jeden Tastendruck an seinem Schreibtisch heute informiert werden. Ich will genau wissen, was der heute macht. Kriegen Sie auch das hin? Mhm. Sehr schön. Und drehen Sie auch bitte die Heizung bei dem runter. Ich denke, 20% müssten reichen. Wird gemacht. Herr Zorn? Ach, was denn? Es gibt da etwas, das mich sehr beschäftigt. Ich habe viel nachgedacht. Ja, das ist ja wohl nichts Neues. Sie verlieren sich da öfters in Gedanken, oder? Scheint wohl ein unbekanntes Terrain für Sie zu sein. Es geht um meine Gehaltserhöhung. Heute werden doch die Ergebnisse bekannt gegeben. Und Sie haben mir doch eine versprochen, wenn Sie mit mir zufrieden sind. Ja und? Wie kann ich denn mit jemandem zufrieden sein, der mehr Geld will? Hä? Dass Sie hier täglich Überstunden machen dürfen, das sollte Ihnen Lob und Anerkennung genug sein. Aber, meine Jacke hängt sich nicht alleine an der Garderobe auf. 2 Schrittchen zur Garderobe und wenn Sie dann gerade da sind, machen Sie mir einen Kaffee und dann geht's 3 Schrittchen zurück zu meinem Schreibtisch und Sie bringen mir den. Verstanden? Ja, Herr Zorn. Das sind genau die Worte, die ich hören will. Ist eigentlich was mit Ihrer Brille? Nein, wieso? Ach, nur so. Ich dachte, da wäre was mit Ihrer Brille. Und jetzt lächeln Sie mal, ja? Ich meine, die Falten wollen doch alle auch an ihrer richtigen Stelle sein. Aus Mitleid kriegen Sie keine Gehaltserhöhung von mir. Und was ist mit dem Kaffee? Meinen Sie, der läuft allein zu meinem Schreibtisch? Haben Sie immer noch nicht verstanden, dass der fertig sein sollte, bevor ich morgens ins Büro komme? Bevor ich ins Büro komme! Also, los, los! Was haben Sie gesagt? Ich kann keinen Kaffee kochen.
Ich zeig Ihnen gleich mal, wie ich Kaffee kochen kann. Ja, wie denn? Wo steht da mein Kaffee, bitte? Hä? Hier, hier, sehen Sie hier irgendwo einen? Den hole ich Ihnen gleich. Ach, Sie verflickte alte Kuh. Was haben Sie gesagt? Verflickt und ich weiß nicht, was Sie immer hören. Kaffee. Wie ich es von Ihnen gewohnt bin. Jetzt schlagen Sie wieder Wurzeln, ja? Ja, bleiben Sie da, bleiben Sie da. Ich habe gerade was für Sie. Ja, jetzt dürfen Sie mal kurz Wurzeln schlagen und das hier übernehmen. Ich habe, ja, hier. Was ist das? Ach, Frau Müller-Schnitzler, wissen Sie was? Gehen Sie doch jemand anderen langweilen mit Ihren Fragen, ja? Vorhin haben Sie doch mal einen Lichtblick gehabt und was Richtiges bemerkt. Für heute sind die Ergebnisse vorgesehen, ja? Die Ergebnisse, die soll ich bekannt geben fürs letzte Jahr. Davon hängt doch der Bonus von den ganzen Hanseln-Mitarbeitern ab. Und im Unterschied zu Ihnen mache ich mir richtige Gedanken, ja? Und nach einer intensiven Kosten- und Effizienzprüfung habe ich entschieden, dass ich eine Ansprache an alle Mitarbeiter aufzeichne. Darauf sollten Sie erst mal kommen. Diese Rede kann dann jeder Hansel an seinem Schreibtisch sehen und weiß dann Bescheid. Und ich brauche nicht hier irgendwo eine große Mitarbeiterversammlung abzuhalten. Außerdem hat es auch Vorteile gegenüber einer Videokonferenz. Da kann nämlich dieser ganze Pöbel nicht dazwischen rufen. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem Sie ins Spiel kommen. Wissen Sie, was Sie jetzt machen müssen? Sie gehen jetzt einfach zu Ihrem Schreibtisch, legen die DVD ein, drücken auf den An-Alle-Abspielen-Button und dann kann das hier jeder an seinem Arbeitsplatz sehen. Ist das nicht toll? Das ist Technik. Wow! Und jetzt gehen Sie gefälligst an Ihren Schreibtisch und machen Sie das. Oder ist das noch zu viel verlangt? Aber wären individuelle Gespräche für die Motivation der Mitarbeiter nicht besser? Wissen Sie was? Sie sind auch eine von viel zu vielen. Ist doch kein Wunder, dass Leute mit einem geringeren geistigen Horizont als mir zu einem anderen Ergebnis kommen als ich. Und vielleicht haben Sie ja Glück und ich schätze Ihre Meinung irgendwann einmal. Aber dieser Tag ist heute noch nicht. Und wissen Sie was? Ich werde meine Meinung immer mehr schätzen als die Ihre, weil es nämlich die intelligentere ist und die mit dem größeren Hintergrund. Und jetzt wollen Sie immer noch Wurzeln schlagen, oder was? Hä? Da wartet Arbeit auf Sie. Los jetzt! Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nichts liegt mir mehr am Herzen, als euch meine tief empfundene Wertschätzung für die Leistung von euch auszusprechen. Das haben mir übrigens meine Kommunikationstrainer empfohlen. Wenn sie diese Hansel duzen, dann nehmen die sie glatt als Familienmitglied wahr. Und gleichzeitig ist es meine Pflicht, und das nicht nur als euer Vorgesetzter, sondern auch als euer treuer Freund und Weggefährte, euch die schonungslose Wahrheit zu offenbaren. Ihr werdet es sicherlich schon selbst bemerkt haben. Immer wenn ihr in den Spiegel blickt, seht ihr einen Menschen, der mehr hätte leisten können, leisten müssen. Schaut euch diese Ameise an, wie sie ein Vielfaches ihres Körpergewichtes trägt. Sie kennt keine Freizeit, keine Pausen und sie hat nur das eine Ziel, ihre Aufgabe zu meistern. Und genau das ist die Messlatte, an der ihr euch orientieren müsst, um den Ausbau der Zielgeraden zum Erfolg voranzutreiben. Und wenn ihr euch das verinnerlicht,
dann gibt es keinen Grund mehr, nach 11 oder 12 Stunden die Arbeit einzustellen oder am Wochenende zu Hause zu bleiben. Und genau da müssen wir hin. Zum besten Kundenservice mit den marktweit niedrigsten Personalkosten. Und da wir dieses Ziel noch nicht erreicht haben, waren wir gezwungen, uns schweren Herzens dazu durchzuringen, eure Boni komplett zu streichen. Glaubt mir, diese Entscheidung ist uns weiß Gott nicht leicht gefallen. Und da wir alle im selben Boot sitzen, werde auch ich keinen Bonus erhalten. Seht dies als Zeichen meiner Solidarität. Zum Ausgleich für den entgangenen Bonus werde ich veranlassen, dass ihr jährlich zu Ostern einen Schokohasen erhaltet. Ich weiß, dass wir in Zukunft zusammenstehen und ihr endlich beginnen werdet, euer Bestes zu geben. Dafür danke ich euch schon heute. Und jetzt heißt es wieder, ran an die Arbeit! Herr Rhein? Guten Tag! Ach, hallo! Haben Sie da einen Termin? Nein, aber ich habe etwas für Herrn Zorn. Herr Zorn? Ja, er hat etwas geliehen, das möchte ich ihm zurückgeben. Ach, da ist er ja! Sie? Wie sind Sie denn hier reingekommen? Vielleicht hat mir mein hilflos wütender Gesichtsausdruck dabei geholfen. Da haben Ihre Mitarbeiter wahrscheinlich gleich gedacht, ich gehöre zur Familie. Ist schon komisch, dass mich niemand dabei aufgehalten hat, als ich Ihnen erzählt hatte, was ich vorhabe. Frau Müller-Schnitzler, rufen Sie den Sicherheitsdienst. Das ist nicht nötig. Ich gehe sofort wieder. Ich möchte Ihnen nur den Euro zurückgeben, den Sie mir geliehen haben. Mit bestem Dank zurück, mit Zins und Zinseszins. Was sagen Sie? Kann ich auf Sie zählen? Meinen Sie nicht, das wäre vielleicht ein bisschen unorthodox, ihn so loszuwerden? Unorthodox? Wo haben Sie das Wort denn aufgeschnappt? Aber was diesen ganzen Gefühlskram angeht, das habe ich schon lange outgesourced. Aber gerade bei Ihnen hätte ich eine solche Zurückhaltung nicht erwartet. Einen Denkzettel hätte er ja schon verdient, aber... Einen Denkzettel hat er ja schon bekommen, oder was meinen Sie, wie den Techniker an den Sicherheitskontrollen vorbeigeschleust hat? Das reicht nicht. Das wäre nicht meine Art. Er ist ein Geschwür. Er ist ein bösartiges Krebsgeschwür. Und es hat einen Namen. Peter Zorn. Und wissen Sie, was man mit einem Geschwür macht? Man vernichtet es. Ich vernichte es. Und Sie werden mir bei dieser Mission helfen. Und falls Sie immer noch nicht überzeugt sind. Wissen Sie, was ich mir gerade angeschaut habe? Ihre Bewerbungsunterlagen. Sehr interessant. Jungblickend nehme ich, dass Sie genau wissen, was mir in Ihren Unterlagen aufgefallen ist.
Ich müsste das eigentlich melden. Aber wenn Sie kooperieren, könnte ich ja vielleicht nochmal darüber nachdenken. Also, Frau Müller-Schnitzler, das ist ja Dagi. Ich werde es tun.